Gestern beim Abendessen hörte ich von drei Mythen über Spanien. Erstens soll es flach sein, zweitens heiß und drittens gut aussehende Jungs haben. Was flach angeht, hatte ich eigentlich keine Illusionen. Heiß ist es seit gestern auf jeden Fall. Und Jungs, naja, nach den 2 Stunden, für die die vier Pilger heute früh das Bad besetzt haben, hätte ich außergewöhnlichere Effekte erwartet. Ich wollte schon anklopfen und sagen, Mädels, macht bisschen schneller mit dem Schminken, kann aber leider nicht genug Spanisch. So bin ich relativ spät gestartet, aber immer noch früher als die Jungs, die mich erst eine Stunde später, die Biene Maya auf Spanisch singend, überholen. Etwas später reiten noch drei Pilger auf Pferden an mir vorbei. Sie grasen, die Pferde natürlich, etwas weiter bei einer Bar, in der ich auch eine Pause mache und leckere heiße Schokoplundertasche mit Kaffee vertilge. 2014 machen wir hier auch mit meiner Mutter Pause und lernen sogar zwei Schwestern aus Breslau kennen. In Furelos, der letzten Ortschaft von Melide, gibt es eine malerische Brücke und eine Kirche mit einem besonderen Kreuz, auf dem Jesus den rechten Arm den Menschen entgegenstreckt. In Melide finden wir eine interessante Herberge in einem mehrstöckigen Wohnhaus. Im überdachten Innenhof gibt es Waschmaschinen, Trockner und Wäscheleinen. Und in den gemütlichen Schlafräumen gibt es extra flauschige blaue Decken. Und so ungern ich normalerweise Gemeinschaftsdecken benutze, bei dieser ist die Versuchung viel zu groß und ich kuschle mich nach der Dusche ein. Später gehen wir dann noch zur Heiligen Messe. Und anschließend Krake essen. Hier gibt es dafür sogar spezielle Restaurants, Pulperias. Und zum Pulpo auf Holztellern werden Kartoffeln und halbtrockener Weißwein serviert. Und zwar in Schälchen. 4 Jahre später kommen wir mit meinem Mann auf die Idee, nach dem gewürzten Kraken könnte man den Abend noch mit etwas Süßem krönen und bestellen uns in einem anderen Lokal Eiskaffee. Die Überraschung kann kaum größer sein. Wir bekommen jeweils eine Tasse Kaffee mit Milch und ein Whiskyglas mit Eiswürfeln dazu. In der Nacht stellt sich übrigens heraus, dass unsere gemütliche Herberge eine große Macke hat, und zwar eine Diskothek in der Nähe.